herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das perfekte Kampffischbecken. Nein, Spaß beiseite. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel für mein Kampffischbecken, wo ich zwei meiner Fische dauerhaft leben lassen werde. Das Becken hat besondere Maße, die vielleicht auch für euch interessant sein könnten, weil es den besonderen Ansprüchen von Kampffischen sehr gut gerecht wird. Es ist nicht hoch, es ist dafür von der Fläche größer als andere Becken, hat aber auch so um die 30 Liter, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich habe das in zwei Abteile unterteilt und ihr bekommt das, glaube ich, nicht im Internet. Ich habe es leider nicht gefunden, aber man könnte es sich anfertigen lassen. Ich weiß nicht, wie viel das kosten würde, müsst ihr bei euren Glaser nachfragen, aber ich möchte euch zeigen, wie man einen Kampffisch so gut halten kann, ohne große Abstriche zu machen und auch um den Fisch besser zu sehen. Das ist ja auch für die meisten ein super Kriterium. Man möchte ja den Fisch sehen. Und ich möchte auch eingehen auf die Kommentare, die immer bei meinen Videos sind, dass das 30 Liter Dennerle Cube ja überhaupt nicht geeignet ist. Ich stimme euch da echt zu. Aber es gibt nun mal auf dem Markt nur 5% an Becken, die wirklich kampffischgerecht sind, und wir müssen uns alle auf die Schulter klopfen, dass wir wirklich eigentlich zu 99,9% kein perfektes Kampffischbecken haben. Man kann es nur an die Perfektionalität heranführen, und dieses Becken soll jetzt ein Beispiel dafür sein, wie ich persönlich denke, dass ein Kampffisch perfekt lebt. Die Tiere leben jetzt ungefähr schon 3 Monate darin. Das heißt, ich habe jetzt auch einen Anhaltspunkt, wie die Tiere sich verhalten. Ihr wisst, dass ich jeden Tag um die 2-3 Stunden mit meinen Fischen verbringe. Das heißt, ich beobachte sie, ich analysiere vielleicht Veränderungen. Ich schreibe mir auch manchmal Dinge auf, die mir aufgefallen sind. Ich habe eine Zucht, um nochmal was zu mir persönlich zu sagen. Ich beschäftige mich schon über 10 Jahre mit Kampffischen, hatte eine kleine Pause von ungefähr 3-4 Jahren. Das lag aber an meiner Ausbildungszeit. Da hatte ich nur dann 2 kleine Kampffische, da habe ich nicht gezüchtet. Ich habe aber in den Zeitraum wirklich dauerhaft mich mit den Tieren beschäftigt. Ich glaube, es sind sogar über 10 Jahre. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und falls Fragen auftauchen, Tipps, Ideen, Anmerkungen, bitte alles in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und mich vielleicht abonniert. Wir sind inzwischen schon 500 Leute. Umso mehr kann unsere Community wachsen und wir können uns gegenseitig Tipps und Tricks geben. Bald gibt es auch eine neue Webseite von mir, aber dazu später mehr. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten rein. In der Infobox findet ihr auch noch weitere Informationen zu Kampffischen. Falls ihr jetzt zum ersten Mal auf diesem Video gelandet seid, auf meinem Kanal, ich nenne mich Kampffischdame, das ist mein Nickname schon seit über 10 Jahren, und ja, viel Spaß beim Video. So, da ist es also nun, mein perfektes Kampffischbecken. Ihr seht, dass ich gerade keine Abdeckung drauf habe, die habe ich mal eben runtergenommen. Ich habe eine ganz normale Plexiglasplatte drüber. Eigentlich wird es nicht mit LEDs betrieben aktuell, sondern mit einer normalen Röhre. Ich überlege noch, ob ich ein anderes LED-Licht nehme. Aber jetzt für euch erstmal dieses hier. Und zwar zeige ich euch jetzt hier mein Kampffischbecken für 2 Tiere. Das heißt, hier wohnen 2 Kampffische drin, die hier ein dauerhaftes Becken gefunden haben und ich es als mein persönliches perfektes Kampffischbecken überhaupt bezeichne. Wenn ihr euch jetzt hier einmal umschaut, und unten seht ihr die anderen Becken, die Aufzuchtbecken, fällt euch vielleicht schon mal auf, dass dieses Becken viel niedriger ist als alle anderen und auch von der Fläche her viel mehr Platz einnimmt als zum Beispiel ein 12 Liter Becken, was ich euch gleich nochmal als Vergleich daneben stelle. Das Becken ist nicht komplett gefüllt, das heißt, ich weiß die genaue Literanzahl aktuell nicht. Ich gebe euch aber gleich nochmal die Grundmaße. Woher habe ich das Becken vorweg? Das Becken habe ich mit 2 anderen ähnlich großen Becken von einer Privatperson gekauft, die
Dieses Becken war einmal ein Aufzuchtsbecken für Welse. Deswegen denke ich mal, wenn ihr nach Welsbecken sucht, findet ihr auch dieses Becken vielleicht. Ich werde mich auch nochmal schlau machen, aber ich kann es euch leider nicht garantieren. Ja, kommen wir einmal zu den Features von dem Becken. Und zwar ist das Becken mit einer ca. 4 cm dicken Filtermatte getrennt. Man kann auch eine dünnere nehmen, die hatte ich jetzt zur Hand und wie ihr seht, ist die hier schön unter diesen extra Glasteilen, wo man auch schön was drauflegen kann, gequetscht und ist auch jederzeit lösbar. Das heißt, wenn ich mich doch nochmal umentscheide, kann ich das einfach machen. Hier an der Seite seht ihr den Heizer. Und zwar habe ich mich dann für den Nano Heater von Superfish entschieden. Der hat 50 Watt, liegt hier in dem einen Hälfte und befeuert auch die andere. Wir haben hier einen Temperaturunterschied von 2 Grad, was akzeptabel ist und völlig in Ordnung. Zudem hat jeder Fisch einen kleinen Lufthebefilter. Die laufen gerade auf minimalster Stärke, wenn ich das jetzt einmal aufdrehe. So ist es normal. Das heißt, es ist eine leichte Bewegung im hinteren Bereich und vorne kommt dann nichts mehr an. Genauso wie hier. Das heißt, der Kampffisch hat ein bisschen Wasserbewegungen in einem Bereich und in den anderen größeren Bereich keine Wasserbewegung, was ich persönlich am besten für einen Kampffisch erachte. Ich stelle meine Pumpe jetzt mal wieder auf geringste Stärke, dass ihr nicht von der Lautstärke belästigt werdet. Als Filtermedium habe ich mich, wie gesagt, für einen Lufthebefilter entschieden. Und die sind genau hoch, um in das Becken zu passen. Ihr seht, es ist leider nicht so doll, weil es dunkel ist. Aber hier ist der Lufthebefilter. Dort ist der Filter. Einmal zur Verdeutlichung, von diesen Filtern wird das Becken gefiltert. Jeweils in jedem Abteil. Ich setze euch das Produkt auch nochmal unten in die Infobox. Man kann hier den Filter abnehmen. Hier wird der Luftschlauch eingesetzt, draufgedrückt. Und man kann diesen Filter abziehen und dann immer schön sauber halten. Man kann hier auch die Höhe verstellen. Das heißt, ihr könnt diesen Luftheberfilter auch für höhere Becken benutzen. Ich glaube so, das ist das Maximalste, was geht. Und ein Filterschwamm reicht für ca. 20 bis 30 Liter, meiner Meinung nach. Steht auch noch einen kleinen Popsel drauf, dass ihr das auch schön an das Glas anbringen könnt. Um einmal was zur Einrichtung zu sagen, habe ich jetzt einmal die Kamera etwas heller gestellt, dass ihr das auch seht. Also eigentlich ist es so dunkel wie am Anfang. Ihr seht, da sind Schwimmpflanzen drin, ein bisschen Bodengrund, Hölzer. Als Bewohner sind Spitzschnecken dabei. Alle haben eine kleine Röhre, um sich zu verstecken. Und es werden jetzt noch mehr Pflanzen folgen. Ich habe auch ein paar schöne Schwimmpflanzen ausgewählt. Und ein paar Steine als natürliche Dekoeinheit. Dieser Kampffisch hat hier hinten auch noch eine Nussschale drin. Ich will es da jetzt aber nicht eingreifen. Aber ihr seht es, ein bisschen CO2 habe ich auch drin, dass der Pflanzenwuchs ein bisschen beschleunigt wird. In dem Becken sind auch freie, offene Stellen. Das heißt, dort ist meistens dann die Wasserbewegung und der Fisch kann dort echt schön schwimmen, wie ihr es hier gerade seht. Das ist ein sehr beflosster Zeitgenosse, der auch noch ein Zuhause sucht und er macht es sich so lange hier bequem in diesem artgerechten Becken. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Schwimmpflanzen, ein paar Steine und Hölzer. Da hinten ist auch noch eine andere Pflanze. Und jeder hat eine Röhre zum Verweilen und Verstecken. Er hat jetzt den Blick Richtung Fenster und genießt das total. Und ihr seht, von dem Höhenvergleich hat er noch genug Platz, um von unten nach oben zu schwimmen. Oder von rechts nach links. Und ihr seht, er nutzt es auch trotz seiner Beflossung. Ich habe übrigens die Hölzer so gewählt, dass sich die Tiere da nicht dran
aufreißen können, die Flossen. Ihr seht, das ist eine ganz normale Mangrovenwurzel. Und da sind keine spitzen Gegenstände oder Ecken dran. Ich habe einen Bodengrund gewählt aus schwarzem Split, wahrscheinlich Schieferabrieb oder Schiefersplit und bin damit sehr zufrieden. Ich habe mich für einen dunklen Bodengrund entschieden. Darunter habe ich noch ein bisschen Pflanzendünger gestreut, aber nur sehr wenig, weil das Becken an sich auch schon super funktioniert aktuell. Dazwischen sind auch ein paar Kohlekügelchen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß, aber dieses Aktivzeugs, was ich euch beim Aquarium vorgestellt hatte. Ich hatte es ja bereits erwähnt, dieser Fisch hat noch eine kleine Nussschale als Gimmick. Und auch hier seht ihr den Filter einmal von hinten. So, ich habe jetzt nochmal alles ein bisschen heller gestellt, dass ihr jetzt nochmal auf einen Blick seht. Ihr seht, das Becken wird super genutzt. Die Tiere fühlen sich sehr wohl. Kann ich nur sagen, ich habe rechts einen Kurzflosser und links einen Langflosser, beides eigene Nachzucht. Das heißt, ich kenne die Tiere in verschiedenen Stadien und Becken und kann berichten, dass sie sich hier sehr wohl fühlen. Die dicke Trennung. Den Vorteil, dass die Tiere sich nicht untereinander sehen können, was ja meistens das Problem ist, wenn man zwei männliche Tiere hat. Übrigens, das Gerücht, dass sich die zwei Tiere untereinander riechen, ist ein Gerücht. Die Tiere riechen sich nicht, es wird auch kein Laich gebildet, wenn rechts ein Mädchen ist. Ihr könnt also ein Weibchen und ein Männchen hier getrost zusammenhalten. Bei mir sind es jetzt zwei Männchen und ich habe keine Probleme mit den Tieren, mit Aggression oder anderen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wie im Vorspann auch gesagt, falls Feedback oder Kritik nötig ist, könnt ihr das auch gerne unten reinschreiben. Bleibt aber bitte sachlich. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich hiermit mit diesen Bildern. Tschüss!